Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Pokémon Go. Und ich habe jetzt also die Entwicklungsfolgen abgeschlossen mit den vier neuen Pokémon. Die sind jetzt alle vollständig da und in der Zwischenzeit ist wieder reichlich viel passiert. Man kommt überhaupt nicht hinterher, deswegen wollen wir noch mal kurz drüber schauen, was überhaupt alles los ist. Da wurde ja einen Tag nach dem anderen immer wieder was angekündigt. Das Jahr des Schweins haben wir uns natürlich schon angeguckt. Ihr wisst, da gibt es Spoingits als Shiny, es gibt vermehrt Glücks-Pokémon. Wenn ihr tauscht, die Chance ist da jetzt viel höher, deswegen geht raus und tauscht, beziehungsweise bleibt drin und tauscht. Aber ihr müsst beieinander stehen, setzt euch zusammen und tauscht. Das war das Erste, damit hat alles angefangen. In der Zwischenzeit kam dann Meltan hinzu. Manche haben immer noch kein Meltan, aber mittlerweile haben etliche natürlich auch mehrere Meltan und Melmetal entwickelt. Und jetzt gibt es auch Meltan als Shiny Meltan, wie ihr hier auf dem Bild erkennen könnt. Haben sie da wieder mal an nichts gespart, denn das ist statt diesem Goldgelb einfach ein bisschen bronzefarben. Könnte man so nennen, nennen wir es bronzefarben, egal. Auf jeden Fall habt ihr jetzt also die Möglichkeit, den nächsten Monat vom 5. Februar bis zum 4. März ein schillerndes Meltan aus der Meltan-Box zu bekommen. Und am Anfang scheint das ja richtig gut abgegangen zu sein. Viele haben da gesagt, sie haben mit ihren Kumpels 3-4 Boxen, haben die gleichzeitig aufgemacht und jeder hat eins bekommen, in der ersten Box schon drin. Gibt natürlich wieder Leute, die gar keins bekommen haben. Gibt Leute, die immer noch keine Box haben, wie gesagt, und nicht wissen, was sie wo. Holt euch einen Homie mit einer Switch. Oder schaut mal, fragt mal rum in Gruppen. Viele sind da bereit, auch mal was abzugeben. Ne? Man muss sich da gegenseitig auch mal helfen. Wenn nicht, vielleicht hat ja jemand dann 2 oder 3. Und man kann auch endlich die Tauschfunktion mal sinnvoll nutzen, indem man einfach ein paar Meltan nimmt und abgibt. Das ist ja immer so eine Sache. Ich würde generell sowieso nur Shinies tauschen, weil alles andere hat man eh irgendwann im Pokédex. Fehlende Pokédex-Einträge ist sinnlos. Das kriegt man eh hinterhergeworfen, auch legendäre. Aber sowas, schillernde, das ist schon eine Sache für sich. Da kann man natürlich überlegen. Und jetzt ist ja eh die Zeit, wo ihr tauschen sollt. Da kriegt ihr vielleicht sogar ein Glücks-Meltan, was man natürlich auch haben möchte im Pokédex. Und das Besondere hier, dass ihr natürlich alle 3 Tage euch wieder eine Meltan-Box holen könnt und nicht 7 Tage warten müsst wie sonst. Dann ist aber noch was ganz Besonderes passiert. Gestern Abend nämlich, schließe neue Freundschaften an diesem besonderen Wochenende. Freundschaften sind etwas Besonderes. Und dieses Wochenende bescheren sie zusätzliche Bonusse. Wer kennt nicht Bonusse? MC Bonusse in der Haus, was geht ab? Finde einen neuen Freund und pflege deine bestehenden Freundschaften mit besonderen Geschenken und tausch Bonussen. Die Borussen immer überall. Tausch Bonussen, hier sind die Infos. Das geht leider nur am Wochenende vom 8. bis zum 11. Freundschaftslevel steigen das ganze Wochenende über doppelt so schnell an. Und da haben einige natürlich am ersten Abend schon richtig Probleme gehabt, denn die wussten das nicht. Die waren einfach in der App vor 22 Uhr, nach 22 Uhr, sind dazwischen nicht raus, haben dann Geschenke gemacht, standen natürlich da. Noch 2 Tage bis Freundschaftslevel Aufstieg, da haben die das Geschenk aufgemacht. Bäm, Levelaufstieg, obwohl 2 Tage noch da standen. Ab 22 Uhr ging es natürlich dann doppelt so schnell. Da müsst ihr drauf achten, wirklich. Das habe ich auch einem Kollegen noch gesagt, der meinte, jo, machst du heute Abend auf und morgen steigen wir dann auf zu besten Freunden. Und ich habe ihn gewarnt, mach das nicht. Wenn das schon aktiv ist, dann sind das schon beste Freunde und wir beißen uns so in den Arsch, wenn das schief geht. Also war es gut, wenn man abgewartet hat, wenn man darauf vorbereitet ist. Das wurde ja schon ein bisschen angekündigt. Nicht offiziell, aber auf anderen Seiten. Manchmal stimmt's, manchmal stimmt's nicht. Diesmal hat's gestimmt. Abends war es dann offiziell. Dann gibt es natürlich auch die doppelte Menge an Bonbons für jeden Tausch. Ihr wisst ja, bei 10 Kilometer kriegt ihr also ein Bonbon, ab 10 Kilometer 2 Bonbons. Und ab 100 Kilometer kriegt ihr 3 Bonbons. Und nun könnt ihr also 2, 4 und 6 Bonbons bekommen für einen Tausch, was natürlich sehr gut ist, weil ihr tauscht ja eh und so könnt ihr noch ein paar Bonbons farmen von Viechern, wo ihr jetzt nicht so viele habt. Und das ganz Besondere natürlich auch, nur die Hälfte der üblichen Menge Sternenstaub wird zum Tausch benötigt. Das heißt, wenn ihr jetzt einen Spezialtausch macht, einen Shiny-Spezialtausch zum Beispiel, ihr wollt 2 Shinies tauschen, der eine hat das nicht, der andere das nicht, hätte bei beste Freunde das ja
40.000 gekostet, würde es jetzt an diesem Wochenende nur 20.000 kosten. Ihr könnt so also richtig sparen. Oder andere, die jetzt Hyperfreunde sind und 80.000 bezahlen müssten, sich sagen, wir warten, bis wir beste Freunde sind, da kostet das nur 40.000, können jetzt als Hyperfreunde natürlich auch schon tauschen, denn ob sie jetzt 40.000 bezahlen oder dann 40.000, wenn sie beste Freunde sind, weil das Event dann nicht mehr aktiv ist, bleibt sich ja gleich. Ihr könnt also auch als Hyperfreunde jetzt schon tauschen, als wärt ihr beste Freunde. Das ist natürlich auch ein Vorteil. Da möchte ich noch beim Spooky Swaggetti natürlich. Der hat noch was für mich, ich habe noch was für ihn. Den muss ich unbedingt noch heimsuchen jetzt. An dem Wochenende müssen wir uns treffen. Muss ich sehen, dass ich keinen Spezialtausch gemacht habe. Dass da einfach was geht. Oh Kacke, ich glaube, ich habe heute schon einen gemacht. Da bleibt natürlich noch der Sonntag übrig. Spooky, wenn du das siehst, am Sonntag müssen wir uns mal treffen und den Spezialtausch machen, bevor ich es wieder vergesse. Joa, und ansonsten, wie gesagt, das lohnt sich jetzt natürlich noch mehr. Nicht nur, dass die Glücks-Pokémon erhöht sind von dem anderen Event. Jetzt habt ihr also auch noch verringerte Staubkosten. Ihr habt auch noch mehr Bonbons. Das passt alles zusammen und die Freundschaften wachsen schneller. Also pflegt eure Freundschaften. Geht raus, bleibt drin, setzt euch zusammen. Wie auch immer, tauscht ein bisschen, habt Spaß, nutzt die Funktion, nutzt das Event. Sammelt Bonbons, sammelt Freunde. Und ja. Dann würde ich sagen, war es das aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal einfach wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.